Ich finde, wir haben eine Reifeleistung gezeigt für unseren Anspruch, weil das ist natürlich eine ganz neue Situation für uns ist, wo wir nicht jede Saison davon reden können, dass wir, wenn wir ein Spiel gewinnen, dass wir da vorne dabei bleiben. Also es waren 50 Fouls fast, ein bisschen mehr sogar. Einige wurden nicht gegeben. Also es war alles, was ein Fußballspiel haben kann. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir waren immer im Spiel, haben bis zum Schluss gekämpft. Und dann wird es irgendwann merkwürdig. Dann ist natürlich die Szene von Mesiulecki ein ganz klares Ding, aber da gibt es wirklich aber gar keine zwei Meinungen. Und dann kommt natürlich irgendwann das Gefühl, dass man sich benachteiligt fühlt. Aber das tut natürlich jetzt weh, weil einfach wir das Gefühl haben, wir hätten heute einen Punkt hier holen können. Und dann merkt man, ja, man hat gar nicht alles in der eigenen Hand. Und das tut natürlich bitter weh, dass du von der Seite eine die Fresse kriegst.